So. Zündung! Oh, perfekt, du musst nur mehr im Wasser landen, dann ist es erledigt. Und das sollt ihr noch hinkriegen. Oha! Jetzt kommt der Klot. Das ist die Mund 2. Gemacht, um Leben zu zerstören. Bin ich eigentlich... Okay, ja. Könntest du etwas in den Orbit schießen und quasi mit diesem Forschungsmodul, also quasi alle 3 Atmosphären durch und dann quasi noch Tests machen? Mit diesem Mini-Forschungslabor? Moment, nur kurz. Was machst du da? Ich weiß es gerade selber nicht. Drück X. Ich durch den Ozean, aber... Hast du ein Boot gebaut, oder was? Gewissermaßen, aber... Muss ich den erst im Wasser aktivieren, oder was? Hä? Na, ihr checkt gerade, was sie da jetzt für die Quest machen soll. Seit wann kann ich jetzt auf immer Manöver planen? Na, ah, du hast durch die bessere Orterungsstation wahrscheinlich. Dann kann ich endlich nämlich wieder vorspulen, niemals mehr Sorgen machen, dass man einfach wegexplodiert. Bitte klapp. Oh nein, es tritt kurz in die Atmosphäre ein. Ich sehe es kommen. Krass. Dann starten wir mal und testen das. Oh nein, ich schleif so richtig an die Atmosphäre, taucht da kurz immer so rin mit der Nase. Ich bin gerade Legend in der Atmosphäre. Warum ist das Ding pink? Warum ist das pink? Es glüht! Das hat ja keine Hitzeanimation, es ist einfach nur pink. Okay, ja, dann. Ah, das Ding fällt weiter. Ah, nee, das Ding steigt. Hey, wie kann das Ding steigen, ohne dass ich irgendwie... Hä? Irgendwas läuft hier verkehrt. Achso, mein Apoapsis fällt dafür gerade. Wie hoch Kimi mit Flugzeugen? Also, bis die Atmosphäre weg ist. Okay, weil dann würde ich glaube ich fast zur Mission annehmen. Also 7000 schaffst du locker, ja, das schaffst du locker. Jetzt bin ich endlich wieder im Orbit. Ach, perfekt. Ja, es sind im Grunde die gleichen. Dann probiere ich einmal die. Kann ich jetzt erstmal kurz zur Ortungsstation zurück, kann erstmal sehen, was alles an Aufträgen da ist, wie viel Geld du weggehört hast. Hm? Wie die Reifen sind... Hä? Bei mir sind die Reifen nicht verfügbar. Okay.
Warum genau sind die jetzt nicht verfügbar? Wenn wir die ja schon erforscht haben. Ah, vielleicht weil du die als Test hattest, quasi als Experimentier und dadurch, dass du quasi jetzt den Dings angenommen hast. Ah, lol. Du durftest die quasi jetzt einen Flug lang verwenden. Macht Sinn, ja. Und steige wieder mal auf die anderen. Aber ich sende dir mal gleich ein paar wissenschaftliche Punkte. So. Jetzt können wir ja kurz die Mission machen. Habe ich die jetzt hier auch bei meinen Übertrage umkurbeln? Ja, habe ich. Perfekt. Daten übertragen. Daten wurden übertragen. Ortungsstation. Guck mal unten in dein Auftragsmenü, bitte. Ganz gleich. Ich muss jetzt gerade. Okay, ja. Nö, ne, ist schon okay. Hat alles geklappt. Z, dahin müssen die. Das Auftragsmenü, ja. Ja, hat geschafft. Perfekt. Okay. Ja, da ist das Ziel. Eine Frage, warum hast du immer hinten an dem Arsch von der Rakete so eine... Was besser ausschaut. So eine Spitze. Was ist Bills Spawn und warum wird mir das angezeigt? Was meinst du? Gegend FDWF0 irgendwas? Moment, ist das am Mund oder was? Boah, das sollte jetzt Ewigkeiten, bis wir das hier geschafft haben. Also, wenn hier Jebediah dieses Mal hier nicht einen zweiten Stern bekommt, dann weiß ich auch nicht. Dann, ja, dann will es aber nicht sein. Wurde man die verschiedenen Gebiete gesehen, wo wir hin müssen? Ortungsstation. Ach, und weil die natürlich umgebaut wird, sehe ich nix. Doch, zoom nah ran. So, okay, ja. Wo sind die Gebiete, die wir erforschen müssen, so wie wir es davor gehabt haben? Müssen wir vielleicht... Ah, musst du vielleicht erst das komplette Zeug... Nee, hä? Ja. Ach du Scheiße, na. Okay, was? Ja, damit hätte sich der mal erledigt. Ich hab gedacht, er wäre auf der Erde. Gut. Wie jetzt? Der Auftrag ist am Mond. Okay, Leute. Das ist der Mund. Da unser netter Kamerad es nicht geschafft bekommt, beziehungsweise gebacken bekommt. Crewberichte. Ja, Crewberichte sind jetzt ein zoos Problem. Eher so der Pack-Mund. Warum? Wo ist da das Problem? Also mit der Mund 2 komme ich glaube auch zum Minmus. Ja, okay. Er muss aber nochmal eine richtige Rakete bauen. So, wie sieht jetzt die Aufgabe aus? Die
du nicht machen kannst? Nimm Crewbericht. Ja moin, ich komm da direkt drüber. Naja, du musst da verdammt nah ranfliegen. Warum, da steht doch über 7000 in der Nähe. Ja, 7000, da musst du einen richtig niedrigen Orbit flexen. Ja, aber da steht doch also über. So richtig entlang schrammen. Da steht doch über. Ach so. Okay. Dann geht's. Dann geht's. Vielleicht könnte ich ja noch das Manöver so drehen, dass ich quasi alle mit einmal. Gucken, ob das reicht. Ich ramme jetzt hier so mit 30.000 drüber. Mal sehen, ob das so ungefähr hinhaut. Ah ja, dann. Bin ich exakt dahin. Nee, okay, geht nicht. Dann machen wir jetzt hier komplette Forschung. 36, okay, das Teil, das müssen wir landen. Jetzt richtig viel Forschung. Danach kannst du mit deiner Rakete auch zum Mond fliegen. Den muss ich gerade nur landen, ich habe einen Auftrag schon erfüllt. Perfekt, das heißt, dann haben wir das Ding hier auch eliminiert. Gut. Dann gehen wir nochmal hier hin. Machen wir hier nochmal ein paar Experimente. Hier können wir nicht. Aber wir können den EVA-Bericht machen. EVA-Bericht. Perfekt. Gibt auch nochmal richtig viele Punkte. Ah ja. Alles einsammeln. Aber ich glaube, ihr werdet dann bald einmal weg sein. Der Verrat ist spürbar, meine Leute, meine Damen und Herren. Spürbar. Ja. So, machen wir das dahin, sprühen noch vor, landen das Teil und dann wird es wahrscheinlich perfekt sein. Passt, Auftrag erfüllt. Zeug getestet. Und 388.000 haben wir jetzt. Ich hätte gern bessere Kerbals, die schon irgendwas können, die nicht nur so Müll sind. Schmutz. Ja, ist halt echt so. Und warum ist die Ortungsstation die ganze Zeit am Ausbauen? Aber die ist einfach so. Ich kann mich gerade nicht besonders gut entscheiden, wie ich hier lande. Es gibt so viele Forschungspunkte.
Ich glaube, wenn du neue joinst, dann hast du nochmal andere. Mantelstrom Triebwerk J33, hui. Ah, ich schau dir jetzt noch zu. Mit Schmund 2. Jetzt beginnt der ganze Spaß, by the way. Ach du Kacke. Du hast ja gar kein Hitzeschild. Doch, da ist noch eins. Hast du hatte ich kurz bemerkt. Angst. Ja, ja. Und nur ein Test. Ja. Musik hat aufgehört, jetzt beginnt der ganze Spaß. Oh je, jetzt geht's los. Die Rötung beginnt. Ach, das passt schon. Willst du die Tür nicht zumachen? Achso, die sind bei dir zu. Okay, na passt schon. Wir sind sie offen. Immer die Kunst des Drehens, Leute. Die Antenne will ich nicht verlieren. Ist der nur ausgefahren? Bei mir ist er nicht ganz ausgefahren. Ah, okay. Bei mir schaut der sehr spektakulär aus. Ja, jetzt hat er aber überlebt. Die Antenne hat's überlebt. Alles hat überlebt. Ja, easy. Sicherer Eintritt. Starten wir schon mal die ganzen Fallschirme. Warum kommen bei dir nicht die Fallschirme raus? Ich bin vielleicht ein bisschen hinterher. Na, naja, das gibt das Zuschauen. Ich spring nochmal neu rein. Lol, da gibt es noch mehr. Oh. U-Bericht? Oh, hier gibt es nochmal ein bisschen von Kurbel. Von Kurbin. Nächster Fallschirm ausgebreitet. Nope. Die Hangartüren sind offen, kein Fallschirm dran, aber. Ja. Solide. Lollipop, Lollipop, oh la 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 la. Ach, weil ich die komplette Zeit beschleunige und langsam werde. Ah ne, du beschleunigst ja auch mit mir. Jo, beim I bopp dann halt hinterher. Temperatur nehmen. Okay. Touchdown. Druck. Können wir Druck nehmen? Druck können wir auch nicht nehmen. Aber das Ding können wir nehmen, komm. Das Ding. Ah. Überall gibt's nur einen ganzen Fitzel. Nein, EVA-Bericht bleibt. Da gibt's auch nichts. Perfekt. Okay, Bergen. Jetzt 200. Komm, 200 sind mindestens drin. Los! Simon will ein neues Paar Reifen.